Der Islamische Staat ist und war schon immer eine opportunistische Organisation, nach dem Motto Anyone and Anything Goes. Im Gegensatz zu Al-Qaida hat der IS in Europa sowohl sehr breit rekrutiert, als auch von willkürlichen Begebenheiten profitiert. Ein Mann stieg zum Beispiel auf Passanten auf der Straße ein und ruft Allahu Akbar. Die Schlussfolgerung ist in aller Regel, dass es ein IS-Anschlag war. Personen wie Benjamin Herrmann verfolgen aber nicht die Ziele des IS, sondern eigene. In den meisten Fällen will man nicht nur sterben, sondern mit einem Knall sterben. Das Perverse daran ist, dass sich die zwei Interessen nicht gegenseitig ausschließen. Die Terrororganisation kapert diese Ereignisse und erreicht dadurch, die Bevölkerung in Angst zu versetzen. Die Tatsache, dass viele der IS-Attentäter kriminelle Hintergründe haben, ist natürlich signifikant. Man muss zuerst aber dazu sagen, dass es historisch sehr wohl Überschneidungen von Kriminalität bzw. organisierter Kriminalität und Terrorismus gab. Man hat sich zum Beispiel an kriminelle Netzwerke gewendet, um Waffen oder falsche Pässe zu beschaffen. Und natürlich sind Kleinkriminelle immer wieder mal Teil von verschiedenen Terrorzellen gewesen. Der IS hat aber das Potenzial der gescheiterten Existenzen erkannt und hat Kleinkriminelle speziell im Fokus. Siehe zum Beispiel das bekannte Poster: Manchmal werden die schlimmsten Vergangenheiten zu den besten Zukünften. Der entscheidende Punkt ist aber, ob sich eben diese Person auch mit der neuen Ideologie identifiziert hat oder ob die Ideologie nur ein Vorwand für eine Tat ist, die man sowieso vorhatte. Erstens muss in jedem Einzelfall versucht werden, diesem Ereignis so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu geben, um eben Copycat-Effekte zu vermeiden. Zweitens muss man klären, welche Motivation genau wirklich dahinter steckt. 2015 zum Beispiel hat ein Mann in Graz absichtlich mehrere Menschen überfahren und anschließend weitere mit dem Messer attackiert. Ein typisches IS-Modus operandi, würde man sagen, und trotzdem keine Einstufung als Terrorakt. Zu Recht.